Es ist furchtbar, aber es ist halt auch super lustig, wenn es einem nicht selbst passiert ist. Es ist total furchtbar, aber... Okay, wollen wir uns mal Internet-Trolling eine historische Aufarbeitung angucken? Ist 3 Monate alt, aber finde ich interessant. Ist das eine gute Idee? Ja, dann rein da. Ja, wir gucken jetzt von Jules Internet-Trolling eine historische Aufarbeitung, damit wir endlich mal lernen, warum, wieso, woher kommt das Ganze, ja? Ich wurde 1000-mal gefragt, Mann, guck doch mal Jules-Videos, Mann, guck doch mal Jules-Videos, Mann, guck doch mal Jules-Videos. Und privat habe ich dann nicht reingeguckt, weil ich die im Stream gucken wollte. Ja, ich wollte das dann nicht ohne euch machen, um mich dann nicht vorher zu spoilern. Hier sehe ich einfach nur ein ganz normales Bild von Berlin am Morgen. Das muss ein relativ... zeitnahes Dokument sein hier. Sieht einfach aus wie, als wäre das heute Mittag gemacht worden. Ja, auf jeden Fall ein schöner Sommertag in Berlin. Wir gehen mal rein. Es war ein sonniger Nachmittag in einer irländischen Stadt 1920. William Horace, ein gebildeter Geschäftsmann, nahm einiges an Geld zusammen und kaufte eine hohe Anzahl an Theatertickets für den nächsten großen Auftritt in der Stadt. Für jedes gekaufte Ticket wählte er einen individuellen Platz im Theater aus. Und spendabel wie er war, verschenkte er alle gekauften Tickets an eine Vielzahl an glatzköpfigen Personen in der Stadt. Die beschenkten Männer bedankten sich. Und als der Tag des Auftrittes kam, setzte sich William mit Jobas Etage vom Theater neben eine Vielzahl an prominenten Leuten. Okay, warte. Er hat also Tickets gekauft und an Glatzköpfe verschenkt, ja? An Leute mit Glatz. Ich ahne, was kommt, aber das ist halt echt mies. Okay. Das ist also der Ursprung des Trollings. Das war, puh. In der Etage unter ihm saßen die glatzköpfigen Leute, starrend auf das spannende Theaterstück. Er stand auf, sah die Scheinwerfer leuchten. Er schaute runter, lächelnd. Denn die Reflexionen von den Glatzen ergaben durch die Anreihung der Sitze die Buchstaben F-U-C-K. Diese Geschichte ist wahr. William Horace war ein Troll. Ein Mann namens Victor Lustig gab sich als Bürgermeister aus und hat es geschafft, den Eiffelturm zu verkaufen. Und einer mit sehr viel Humor hatte mal 50 Leute zu einer Party eingeladen, die alle lustigerweise den gleichen Vornamen hatten. Hey, ich heiße Geralt. Hey, ich heiße auch Geralt. Und? Heißt ihr auch Geralt? Wir heißen alle Geralt. So eine Art von Menschen gab es. Die moderne Version davon habe ich neulich gesehen. Ich weiß, ob es ein Meme war, auf jeden Fall ein Screenshot. Da hat ein Jack einfach zig Leute, die auch Jack hießen, alle in so einen Gruppenchat eingeladen. Und dann hießen alle da drin Jack. Und dann hat er gesagt, okay, wir tragen das jetzt aus. Es darf nur Last Man Standing. Der Letzte, der übrig bleibt, darf den Namen weitertragen. Fand ich auch voll geil. Ach, mit Josh gibt's das auch. Ich habe das mit Jack gesehen. Mit Josh gibt's das auch. Josh Fight. Okay. Nee, ich hab's mit Jack gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, es war Jack. Ja, Jack wie Hose. Mit Josh kann ich das nicht. Aber okay, gut zu wissen. Ich möchte sowas gerne auch mit Erik machen, aber leider kenne ich niemanden, der so heißt. Das ist schade, aber der Name ist halt einfach geil. Muss man leider zugeben. So, wir machen weiter. Ich spule nochmal zurück. Los geht's. So eine Art von Menschen gab es also schon immer. Und rund 100 Jahre später, als die Leute anfingen, das Internet zu nutzen, entwickelten sich die Trolle weiter. In den Anfängen des Internets war Trolling nicht sonderlich spektakulär. Es war gang und gäbe auf die Frage, wie heißt der Song, The Root, Sandstorm zu antworten. Und neben viel zu vielen Trollgesichtern und Rage-Comics sowie wild... Ich gucke mal ganz kurz eben in den Chat. Bestimmt fühlt sich keiner angesprochen. In Theorien darüber, wie man die Gesetze der Physik brechen kann, füllte sich das Internet langsam mit ausgedachten Creepypasta-Stories. Beispielsweise entstand die Story von Slenderman in den frühen Tagen des Internets, ja, voll allein, geil, um anderen Angst einzujagen. Die Geschichte inspirierte nicht nur die berüchtigten Endermen aus Minecraft, sondern auch zahlreiche Spiele und natürlich auch Parodien von der Figur. Doch die Geschichten müssen nicht immer erfunden sein. 2005, Harry Potter. Aber ich frage mich halt, ist das dann für die Kamera? Oder sind die Leute halt wirklich so dämlich? Aber es muss für die Kamera sein. Du kannst mir nicht erzählen, dass jemand wirklich dann am Bahnhof da gegen die Wand rennt. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber andererseits, es handelt sich um Menschen. Und wir alle wissen, bei Menschen kann man gar nicht tief genug Limbo tanzen. Ja, es geht einfach nicht. Also ich bin ziemlich sicher... Geschichten müssen nicht immer erfunden sein. 2005. Komm. Harry Potter. Wir stehen kurz vor dem Release des 6. Buches. Harry Potter-Fans der ganzen Welt sind hyped darauf zu erfahren, wie die spannende Geschichte weitergehen wird. Wird Hagrid in einen Baum verwandelt? Wird die weit verbreitete Fanfiction-Story, in der Harry Potter eigentlich die ganze Zeit eine Frau war, doch schließlich wahr werden? Man weiß es nicht. Doch, Moment mal. Gibt es etwa ein Leak vom Ende? Bevor das Buch überhaupt offiziell auf den Markt kam, wussten ein paar Leute bereits, Snape tötet Dumbledore. Und so machte sich eine Gruppe an Teens auf den Weg, vermutlich mit dem Auto ihrer Mutter, zu den nächstliegenden Buchläden, wo die größten Harry Potter Fans Schlange standen, um den Halbblutprinzen zu kaufen. Und die Trolle waren erbarmungslos. Snape kills Dumbledore! Snape kills Dumbledore! Aber
Ich finde, das ist halt nicht, das ist nicht Trolling, das sind einfach Arschlöcher. Ich finde, da muss man eine Grenze ziehen, ja. Leute trollen ist eigentlich immer lustig. Also na, ist immer so auf eine gute Weise, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Also es gibt, ich finde, da gibt es schon so 50 Shades of Troll, so ein bisschen. Und da gibt es auch ganz unterirdisches Trollen. Das ist halt so, ja, weiß ich nicht. Würde ich schon, oh, das Standbild ist vielleicht nicht so gut gewählt. Hallo, Twitch. Aber da muss, Trolling sollte harmlos sein, im Grunde genommen, ja. Und das Ganze wurde beim letzten Harry Potter Teil, ein Jahr später, natürlich noch extremer wiederholt. Lupin dies! Snape's dead! And kills Hagrid. Good book! Nice! Nice! Voldemort killed Harry! Spoiler haben sich danach als gängige Trollmethode ziemlich gut bewährt. 2019. Es könnte aber witzig sein, wenn es nicht stimmt. Also wenn es nicht die Wahrheit ist, dann... Ne? Ja. Der Release des letzten Avengers-Teil Endgame stand vor der Tür. Der Hype war groß. Und wer hätte es gedacht? Es gab geleakte Footage von den wichtigsten Stellen des Filmes. Und doch die Leute von Marvel Entertainment hatten eine geniale Idee, wie man dafür sorgt, dass diesmal keiner gespoilert wird. Don't spoil the Endgame. Don't do it. Don't spoil the Endgame. Das hier, dieses Video ist im Grunde genommen ein Aufruf. Die hätten auch das Don't weglassen können. Das hier ist ein Aufruf zum Spoilern. Das ist einfach ein Aufruf. Das ist so... Oh, spoilert bitte unbedingt das Ende. Es wäre echt toll, wenn ihr das Ende spoilern würdet. I'm watching you. Und nach diesem Video kam keiner mehr auf die Idee, irgendetwas zu spoilern. Iron Man stirbt, Ant-Man stirbt, Black Widow stirbt. Doch eine Plattform sollte das Trollen im Internet für immer verändern. 4chan, eine komplett anonyme Plattform, wo Leute ihre geistigen Ergüsse ablassen können. Alle nennen sich gegenseitig Retards, alles ist ein Shitpost und alles ist extrem politisch unkorrekt. Jedenfalls hatte 4chan einen Vorteil. Sie waren als Troll-Kollektiv extrem mächtig. 2010. Jedes, wirklich jedes 14-jährige Teenie-Mädchen hat das Bieber-Fieber. Hier hat jemand die Luft, die Justin Bieber mal atmete, in einem Glas aufbewahrt. Diese Frau hier sollte dringend mal zum Doktor gehen. Und die hier küssen den Boden, weil Justin Bieber da mal langgelaufen ist. Das Justin... Ich sag's nochmal, ja? Menschen, du kannst gar nicht so tief Limbo tanzen, wenn es um Menschen geht. Du kannst nicht so tief Limbo tanzen. Es geht nicht. Menschen... sind Menschen. Waren immer Menschen, werden immer Menschen sein. Es ist einfach, ja, das Evolutionsding ist für uns, glaube ich, gelaufen. Hand aufs Herz. Ich glaube, wir haben den Peak der Gesellschaft einfach schon lange hinter uns. Ja. Justin Bieber Marketing-Team hatte einen genialen Plan. Für die anstehende Justin Bieber Welttour soll eine Online-Abstimmung das Land bestimmen, in dem Justin Bieber zuerst auftreten soll. 4chan fragte sich, was wäre das am besten geeigneteste Land dafür? Wie wär's mit Nordkorea? Bingo. Und so erreichte Nordkorea innerhalb ein paar Stunden Platz 1 der Abstimmung. Das Marketing-Team fand das nicht so schön und die Seite wurde runtergenommen. 2012. Das Marketing-Team der Lay's Chips, die Packung, wo mal gefühlt 40% Luft drin ist, haben eine brillante Idee. Das Internet soll mit einer Online-Abstimmung die nächste Geschmacksrichtung der Chips bestimmt. 4chan wurde darauf aufmerksam. Und naja, wie wär's mit Alligator Chili Chips? Wir drehen Nicolas deiner Cage. Feinde. Welcome to the Space Jam. Hey, reich mir mal bitte eine Packung geschreddeter obdachloser Mann. Du wirst adoptiert. Hitler did nothing. Moment mal. Das Prinzip ist simpel. Es wird eine Abstimmung eröffnet, 4chan wird darauf aufmerksam und dann, naja, seht selber. Hey Internet, votet für das Buch, was euer Leben am meisten beeinflusst hat. Wie man sich selber umbringt. Platz 1. Mein Kampf. Hallo Internet, votet alle zusammen für den Namen vom nächsten Mountain Dew Getränk. Hitler did nothing wrong. Oh, super. Das ist alles so schwierig. Das ist okay, so schwierig. Internet. Hierbei kann wirklich nicht schief gehen. Ich fände es lustiger, wenn die halt Sachen nehmen würden, die dann wirklich vielleicht umgesetzt werden, weißt du? Und die man, weil das ist halt schon klar, das würde niemand umsetzen. Ja? Aber geiler wäre es, wenn es irgendwas wäre, was nicht alle verstehen, aber die es verstehen, so. Das wäre halt viel cooler, wenn das dann wirklich umgesetzt wird. Das wäre eigentlich nochmal eine Schippe drauf. Dann wäre es kein Trolling. Ja, doch, klar. Ja, natürlich. Es muss ja irgendwas sein, wo Leute, genau, wie Boaty McBoatface, genau sowas halt. Boaty McBoatface, wobei das noch relativ auffällig ist. In welcher Schule soll Taylor Swift auftreten und für kleine Kinder ein paar Lieder singen? Ihr dürft entscheiden. Horace Mann Schule für Gehörlose und Schwerhörige? Moment mal. Hey, wir sind eine Grundschule in Texas und wollen unsere Schule umbenennen. Internet, habt ihr Namensvorschläge? John Cena and Adolf Hitler School for Friendship and Tolerance. Viel Spaß in der Schule, mein Sohn. Welches L'Oreal-Model soll Miss Glossy 2015 werden?
Das ist natürlich alles höchst verwerflich und absolut gar nicht lustig. 4chan war außerdem auch für die zahlreichen Raids bei Habbo Hotel verantwortlich. Die Regeln waren einfach. Einen Account erstellen, Charakter mit Anzug, großem Afro, dunklem Skin und anderen Leuten den Weg zum Pool blockieren. LOL, du kannst nicht schwimmen. Der Vorwand? Im Pool sei AIDS, deswegen dürfen wir keinen reinlassen. Die Server wurden schließlich komplett überflutet von 4chan-Usern und die Bewegung zog sich sogar bis ins Real Life. Leute, Ich muss mal gucken, weil ich habe keinen Bock, ne? Ich habe keinen Bock, dass hier irgendwas gesperrt wird. Es ist eine Folge über Trolling, das weiß ich selber, aber ich habe keinen Bock, dass hier irgendwelche Sachen, ne, durchfliegen. Ich skippe das gerade mal. Neben altbewährten Methoden, wie einfach in das gegnerische Team rennen, um absichtlich zu sterben, schwierig, oder den ganzen WoW-Raid zu sabotieren. Leroy, you were just stupid as hell. Oh. Aber war der Leroy ein Troll? Also war Leroy ein Troll oder war der... Ich weiß es halt, also man weiß es bis heute, glaube ich, nicht, ne? War er? Das war inszeniert. Ach so, das wusste ich gar nicht. Also es war auf jeden Fall legendär, ja, es war super legendär irgendwie. Aber okay, dass es inszeniert ist, das war okay. War Stage als Promotion-Video für die Gilde. Ach so, das war alles abgesprochen, kam Jahre später raus. Ach so, die nächste Enttäuschung in meinem Leben. Naja, okay, krass. War alles abgesprochen und aber trotzdem ist er jetzt im Spiel, der Leroy Jenkins. Naja, GG, cool. Ah, ist natürlich, ja, okay, schade. Ich fand's cooler. Ja, Essien kenne ich noch. Essien ist auch auf Twitch. Also der ist momentan, ja, okay, aber trotzdem schade. Ja, ja, ja. Oder alles von anderen Leuten zu zerstören. Gibt es natürlich auch kreativere Methoden, um den Spaß für andere zu verderben. In den Souls-Teilen kann man überall in der Welt für andere Spieler Nachrichten hinterlassen, welche anderen dabei helfen sollen, den Weg oder Items zu finden. Geheimgang voraus? Einfach springen? Das ist ja nett. Das Ding ist nur, in den Spielen gibt es tatsächlich Geheimgänge, die man finden kann, wenn man zum Beispiel gegen eine Wand schlägt oder die richtige Klippe runterspringt. It don't go down. Da es in den Spielen aber sonst keine Hinweise darauf gibt, wo letztendlich ein Geheimgang ist und wo nicht, muss man auf die Nachrichten vertrauen. Und die stehen wirklich überall. Geheimgang voraus. Neben wirklich jedem weiblichen NPC steht der obligatorische Versuch Finger, weil Loch Kommentar. Zeit für Finger! In vielen Spielen kann man außerdem die Wege von anderen blockieren, was manchmal ein ganzes Match entscheiden kann. Und 2017 wurde in Spielen eine ganz neue Trolldimension eröffnet. Mit dem Hype von VRChat. Ein Virtual Reality Ort mit viel zu vielen Anime-Mädchen und sehr vielen Männern, die sich als Frauen ausgeben. Are you ready to take it to the next level? Viele Leute hielten es für eine super witzige Idee, sich als den etwas verzerrten Nackt zu verkleiden und zu zeigen aus dem Low-Budget-Film Who Killed Captain Alex rumzubrüllen. Warte mal. Ach, daher kommt das? Who Killed Captain Alex? Das wusste ich gar nicht, woher das kommt. Ach so. Hat jemand von euch den Film gesehen? Weil ich, genau, Do You Know The Way. Genau. Ich brauche diesen Film als Originalausgabe. Ich brauche diesen Film. Ich muss mit EOS Andy Video abmachen. He knows the way of using a gun. Mikrofon komplett laut aufdrehen, versuchen wie ein Drogenlord aus Uganda zu klingen und schon war man innerhalb kürzester Zeit das nervigste Meme aller Zeiten. Und dann wurde das Meme gecancelt. Boah, ist das nervig. Puh. Das offensive sei, den afrikanischen Akzent nachzumachen. Ihr wisst ja, das Internet. Ah ja, und kleine Kinder komplett für ihr Leben zu traumatisieren, ist natürlich auch gern gesehenes Trolling. Ach, das kenne ich sogar noch. Später, als sich dann Twitch-Streamer etablierten, wurde auch einer neuen Art von Trollen die Türe geöffnet. Man nehme sich eines der größten Streamer, sucht sich ein Markenzeichen mit einem passenden Tanzmove oder Finisher und los geht das Stream-Sniping. Okay. It's the same guy. Okay, Entschuldigung, wenn man nicht er ist, dann ist es lustig, ja? Wenn man nur zuschaut, dann ist es lustig. Wenn ich er gewesen wäre, hätte ich den nächsten Ameisen-23-Moment. 100 pro. Fühle ich komplett. Ja, ich fühle beide Seiten. Hier bin ich gerade am Kichern, aber ich fühle die andere Seite auch. Ich verstehe, wie er sich aufregt, ja? Ja. Oder dich mehrere Leute auf einmal streamsnappen. Oh,
Oh nein, das ist halt super nervig. Und wo wir gerade bei Streamern sind, neben einem sehr komplexen Text-to-Speech-Nachrichten oder dem klassischen Hey Streamer, lösch doch mal die System32-Datei auf deinem PC. Nein, das hat wirklich jemand gemacht. Was? Zum Platz machen System32. Streamer, lösch doch mal die System32-Datei auf deinem PC. Was? Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das wirklich mal jemand macht. Das ist genau wie der alte Vier. Haben sehr viele gemacht, nicht nur eine Person, was? Das ist doch genau wie der alte Vier-Joke. Das ist so. Was ist System 32? Windows-Ordner, Mann. Das ist ein Windows-Ordner. Ungefähr der wichtigste Windows-Ordner. Oh. Ich hätte aber auch gedacht, dass man den nicht löschen kann, während Windows läuft. Hätte ich nicht gedacht. Der Tanz jetzt auch gemacht? Der dem Tanzi ist auch passiert. Okay, Entschuldigung. Ich find's halt trotzdem lustig. Es tut mir leid. Solange es mir nicht passiert ist, ist es witzig. Ja? Solange es mir nicht passiert ist. Hat sich eine bestimmte Treumethode über die Jahre wacker geschlagen. Der Rickroll, der wahrscheinlich der Klassiker der Welt. Jeder wurde mal gerickrollt. Ein ganzes Baseballstadion, verschiedene Schulklassen oder Rick Astley selber, nachdem er auf Reddit mein Bild postete und jemand in den Kommentaren ein Video von ihm in einem Backstage-Event von damals kommentierte. Und auch andere Bait-Methoden haben sich über die Jahre versucht durchzusetzen. Oh. Große Newsportale sind immer noch nicht ganz in der Neuzeit angekommen und lesen gerne einfach mal Quellen aus dem Internet vor, ohne diese vorher zu prüfen. KTVU has just learned the names of the four pilots who were on board the flight. They are Captain. Okay, das ist nicht witzig, wie einer lacht. Ja, darüber darf man nicht lachen. Das war ganz schwierig, Leute. Da nicht lachen jetzt. Ja, da jetzt nicht lachen. Warte mal, das haben die in den Nachrichten vorgelesen? Das haben die in den Nachrichten vorgelesen? Im Fernsehen? In the names of the four pilots who were on board the flight, they are Captain Sum Ting Wong, Wee Tu Lo, Ho Li Fook and Bang Ding Ao. Falsche Informationen im Internet zu verbreiten, hat sich über die Jahre dann als gängige Treumethode etabliert. 2012 hatten sich Gerüchte breit gemacht, dass Justin Bieber Krebs hat. Natürlich, wieder ausgelöst durch 4chan. Erst wurden falsche Tweets von Promis erstellt, dann wurde unter dem Kotzvideo auf der Bühne von ihm kommentiert, dass das die Nebenwirkungen von Chemotherapien seien. Justin Bieber has cancer. Und so entstand der Hashtag Bald for Bieber, in dem man alle Justin Bieber-Fans dazu aufforderte, Solidarität ihre Haare abzulassen. Oh, Alter. 2013 kam das neue Apple-Update für iOS 7 raus und 4chan hatte mal wieder eine ziemlich witzige Idee. Was, wenn wir versuchen, den Leuten zu erklären, dass das neue iPhone-Update das Handy wasserdicht macht, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Und so war die Idee beschlossen und es wurde Marketingmaterial erstellt, welches verdächtig echt aussah. Und naja, man kann sich denken, was passiert ist. Wer auch immer gesagt hat, dass das iPhone jetzt wasserdicht ist, fick dich, mein iPhone liegt... Es ist furchtbar, aber es ist halt auch super lustig, wenn es einem nicht selbst passiert ist. Es ist total furchtbar. Aber, ja, na klar sind das Idioten, aber, hey, das ist, Alter, das ist einfach furchtbar. Ich lache auch nur, weil ich es so furchtbar finde. Ich verurteile das aufs Schärfste. Ja, also, so, nicht machen. Das, ganz, Jetzt auf dem Grunde des Flusses. Ein Jahr später kam dann iOS 8 raus. 4chan dachte sich, wie wär's diesmal mit Apple Wave? Dem neuen iPhone-Feature, mit dem man das Gerät in der Mikrowelle aufladen kann. Das ist aber, glaube ich, wieder gefährlich. Also das ist fast schon ein bisschen Darwin ist es auch. Uff, ich habe nicht mal Worte dafür. Never, macht euer Handy never ever in die Mikrowelle. Auch nicht, wenn es trocknen soll. Auf gar keinen Fall niemals irgendwas in der Richtung machen. Mal mit Apple Wave, dem neuen iPhone-Feature, mit dem man das Gerät in der Mikrowelle aufladen kann. Versucht auf keinen Fall das neue Wave-Feature. Meine Mikrowelle ist explodiert. Auf keinen Fall euer iPhone in die Mikrowelle legen. Charge your phone in the microwave feature.
ein Artikel nach dem anderen, der die Leute davor warnte, ihre iPhones in Mikrowellen zu legen. Aber falls ihr jetzt denkt, 4chan-User hatten nur Böses im Kopf, es gab auch Ausnahmen. 2011 postete ein 4chan-User einen Link, der zu einer eBay-Auktion führte, mit dem Titel "Verkaufe 8 Beyblades, um eine zerstörte Badewanne zu ersetzen", neben einem Bild von zwei Jungen, die ihre Tränen zurückhalten. Laut der Beschreibung haben die jungen Beyblades in der Badewanne gespielt und dabei nicht gerade wenig Schaden angerichtet. Als Strafe sollten die Beyblades verkauft werden und von dem Geld sollte die Badewanne wieder repariert werden. 4chan-User fing natürlich erstmal an zu träumen. Ich will die Beyblades nicht, ich will nur dieses fucking geile blaue Shirt von dem Jungen haben. Kann man eine Flasche voll mit ihren Tränen dazu kaufen? Danach gab es erstmal ein riesiges Photoshop-Battle unter 4chan-Usern, wovon natürlich manche wieder viel zu weit gingen. Und dann erhöhte man den Auktionspreis auf 69, dann auf 10.000 und schließlich auf 1 Million. Und weil 4chan ist, wurde die Mutter schließlich gedoxt und bekam Hate-Mails und eBay nahm die Auktion runter. Naja. Ich hätte mir jetzt eher gewünscht, dass der Preis hochgegangen ist und das wirklich für so viel verkauft wurde. Das hätte ich mir jetzt gewünscht. Jetzt kann ich wieder nichts Positives dran finden. Das ist schon wieder Ja, das war nicht ganz so cool, aber wenigstens wurde somit verhindert, dass echte Käufer die Beyblades abkaufen konnten. Doch Internet-Trolling ist nichts, wo nur User auf 4chan ihren Spaß mit haben. Jedes Jahr zum 1. April kommen Firmen und Entwickler auf die witzigsten Ideen, um es dem Internet mit einem April-Scherz so richtig zu zeigen. Meistens läuft es so. Hey, guck mal, unser neues Produkt. Ein Handy, was riechen kann. Haha. Hier ein Buch, wo ganz viele Passwörter drinstehen, die man benutzen kann. Ganz schön witzig, oder? Eine Roblox-Konsole. Eine Tastatur mit Gas drauf. Bitte kauft jetzt unsere Produkte. Doch natürlich gab es auch ein paar gute April-Scherze, die ihren Ehrenplatz in der Geschichte vom 1. April bekommen haben. 2013 gab es vom Weißen Haus eine sehr besondere und wichtige neue Meldung. I'm Kim President and I hope everyone has an awesome day. Die ganze Pornhub-Seite wurde mit Videos von Maiskolben ersetzt. Geil, Kolben. Und bei Overwatch bekommen jedes Jahr aufs Neue alle Charaktere im Spiel zwei Wackelaugen. Ja, Wackelaugen an unser Rasenmäher. Unser Rasenmäher-Robot hat auch Wackelaugen, ist voll geil. Fortnite bekam einen Stonks-Skin mit dem Namen Diamond Hands als Anlehnung an Hey, wie cool. Moon. Und Among Us bekam den von allen lang ersehnte Pferdemodus. Among Us, Sussy Posture. 2020 kam durch die Popularität der Zoom-Meetings noch Zoom-Trolling dazu. Auch das ist total unseriös und extrem verwerflich. Und hier zeigt sich auch die negative Seite vom Troll. Denn Trollen kann auch zu weit gehen. Wenn Leute bei großen Streamern anfangen zu swatten. Oder die Story von Porky Oliver, der 1974 mit einem Helikopter auf einen Vulkan flog, 50 Autoreifen in den Vulkan warf und die ganze Stadt in Panik versetzte, weil sie dachten, der Vulkan würde ausbrechen. Alter. Ich meine, Hand aufs Herz, die Idee ist originell und kreativ. Ganz objektiv. Die Idee an sich ist originell und kreativ. Aber Alter, Alter. Es gibt kein Limbo, das tief genug ist. Er sprayte oben in den Schnee April Fools und wartete darauf, dass Polizisten oben beim Vulkan ankamen. Auch diese Geschichte ist wahr. Denn Porky Oliver war ein Troll. Achso, das war's schon. Pfff.